Hallo, 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 ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann auch immer du das Video hier anschaust. Wir sind hier mit voller Power heute vor der Kamera aus Dubai. Yeah. Mit Riesenrad im Hintergrund. In einer ganz tollen Kulisse, ist allererste Mal hier in Dubai als Family zusammen. Ganz großartige Dinge entstehen hier. Wir wissen manchmal gar nicht, wie uns geschieht, was so die letzte Zeit hier alles so ins Rollen gekommen ist. Und so ist auch irgendwann der Martin uns begegnet, der uns auch begleitet, hier unser Business zu gründen und ganz große Dinge entstehen zu lassen. Und mein Schatz hier, Markus und Madeleine, kennt ihr vielleicht schon. Wenn nicht, die beiden können auch gerne gleich mal noch zu sich selbst ein bisschen was sagen. Aber ich würde jetzt erstmal gerne zu dir, Martin, abgeben. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du in unser Leben gekommen? Ich glaube über eine Facebook-Ad. Ganz sporadisch. Stellenanzeige. Ich bin der Martin. Martin Reh. Unternehmer seit über 30 Jahren in Deutschland, aber auch seit etlichen Jahren international. Und ich habe so meine Mission gefunden. Ich möchte gerne andere Unternehmer, andere selbstständige Menschen, die wirklich was leisten und bewegen und verändern, dabei unterstützen, begleiten, zu einem Leben in noch mehr Freiheit, persönlicher Freiheit, aber natürlich auch finanzieller Freiheit. Zu Finanzen gehören Steuern und, damit wir einfach gemeinsam noch so viel mehr schaffen können, ja, und nicht uns von einem System einengen und Glaubenssätzen hinterherlaufend, ja, glaubend agieren, ja, und eigentlich nur funktionieren. Wir sind so viel mehr, ja, in dem, was wir, was ihr macht, und ihr, also ihr seid, ich bin selten sprachlos, aber mit der Truppe hier. Ihr Lieben, danke, danke Martin. Ja, das ist ja auch immer das, was ich hier so weitergebe. Den Seelenplan zu entdecken, die wahre Mission zu erkennen, warum du hier bist, den Seelenberuf daraus zu kreieren, also wirklich dem Ruf der Seele zu folgen, Seelenfreude, Geld zu empfangen. Und ja, du darfst da erstmal vorgehen und du siehst jetzt ja auch hier mal, was da alles möglich ist, wenn du vorgehst erstmal. Und da würde ich jetzt auch gerne mal Markus noch zu Wort kommen lassen und Madeleine, so aus eurer Sicht, wie das für euch ist, jetzt wirklich mal hier als Familienunternehmen aufzutreten. Ja, wie schon erwähnt, eigentlich war unser Sohn der Impuls für die ganze Geschichte, der jetzt hier mit dabei ist, um ihn auch mit ins Boot mitzunehmen. Er hat gesagt, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, dann schnappe ich mir den Rucksack und bin auf der Welt unterwegs. Und da hat die Irmgard gesagt, interessant, aber ich werde hier nicht warten, bis ihr irgendwann wieder hier auftaucht im Saarland. Wir kommen ja ursprünglich aus dem Saarland. Ich werde dann auch auf der Welt unterwegs sein. Das war so der Initiator der ganzen Geschichte. Und Irmgard hatte dann einfach auch die Vision, natürlich auch den Mut, das Ganze zu starten. Und dafür bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte den Mut damals nicht mehr gehabt, aufgrund einer Selbstständigkeit im Vorfeld. Und sie ist den Weg einfach nochmal gegangen, sie hatte den Mut. Und ich kann nur so viel dazu sagen. Ich hatte ein großes Geschenk, 15 Jahre lang meinen Traumberuf zu leben, musikalisch weltweit unterwegs zu sein. Und da war mir klar, als ich das bei ihr gespürt habe, das ist ihre Vision, das ist ihr Ding. Und da war mir sowas von glasklar, das ist ihr Weg und da kann nichts daran rütteln. Und da gibt es keine Sekunde daran zu überlegen. Das ist der Weg. Und sie ist vorgegangen und wir haben sie natürlich zunächst mal beobachtet, ja, aber dann natürlich auch unterstützt, wo wir konnten. Und dadurch hat sich so viel verändert, natürlich auch im Mind.
Und ich denke auch für die Martin zu sehen, was möglich ist. Ja, und da gebe ich gerne jetzt auch das Wort an. Ja, aus meiner Tochterperspektive kann ich nur immer wieder sagen, wie dankbar ich bin, dass du vorgegangen bist. Und klar, so als du angefangen hast, mit komplett angefangen hast, das habe ich ja noch gar nicht so wahrgenommen. Ne? Dann kam ja 2016 der erste Kongress und so. Das, ja, wie du sagst, haben wir dann erstmal beobachtet, da waren wir noch nicht so involviert. Aber jetzt aus meiner Sicht, jetzt so zurückblickend, dass du da den Mut hattest, da auch die Ängste beiseite zu lassen, beziehungsweise einfach durchzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt, weil anders geht es nicht mehr weiter. Hm. Und dass du uns das dann auch mitgegeben hast, hm, also uns Kindern, einfach nur großartig. Bin ich unfassbar dankbar dafür. Und ich meine, letztendlich sitzen wir jetzt hier und nehmen wir in unserem 4000-Seelendorf im Saarland, was ja nichts dagegen spricht, nur ich meine... Ist ein bisschen anderer Lifestyle. Ja. Ja. Und grundsätzlich auch zu wissen, wir können jederzeit wohin fliegen, wo wir gerade wollen. Und vielleicht kannst du noch aus deiner Sicht auch so ein paar Sachen dazu sagen, weil Markus ja von der Vision gesprochen hat, die ich hatte, dass das ja in einem ist, weil es ja einfach in einem ist und wir uns einfach auch erlauben dürfen, das zu leben, wenn wir uns dann auch selbst aus dem Weg gehen mal. Ja? Absolut. Also ich habe in über 30 Jahren verschiedenste Unternehmen aufgebaut und habe rückblickend eigentlich erst so richtig erkannt, dass ich mich häufig mit diesen Entscheidungen wieder eine Firma und wieder eine Firma eher in eine unfreie Situation begeben habe, als in eine freie. Weil ich habe immer Freiheit angestrebt und Freiheit ist so für mich der größte Wert neben Familie. Ja. Und erst als ich erkannt habe, dass ich auch selber in der Hand habe, ja, das zu ändern, habe ich auch klare Entscheidungen getroffen und habe dann vor jetzt auch mittlerweile einigen Jahren, 5 Jahren, ganz klar mit meiner Frau zusammen entschieden, okay, wir machen uns jetzt mal komplett frei, wir verkaufen alles, Haus und Hof, habe ich immer so salopp formuliert, auch wenn die Firmen vielleicht nicht die Multimillionen gebracht haben, egal. Wir haben gesagt, wir machen uns davon frei und gehen damit noch mehr in die Freiheit. Und haben sich dann Möglichkeiten ergeben, von denen du vorher gar nicht ahnst, dass es die überhaupt gibt. Genau, ganz genau. Mut wird immer belohnt. Ja. Und da fällt mir noch ein wunderbarer Spruch ein. Aufgeber gewinne nie, Gewinner geben nie auf. Es geht immer darum, weiterzugehen und weiterzugehen. Und niemand von uns, einschließlich du, und wenn wir jetzt noch mehr hier aus unserer Community dabei hätten, die den Weg gegangen sind, die wir ja auch schon begleiten durften, die du ja auch in deinem Bereich schon begleiten durftest, da wird ja niemand sagen, ich will wieder zurück in mein altes Leben. Hilfe! Kann ich mir jetzt eigentlich bei niemandem nicht vorstellen. Ja? Weil auch das ist vielleicht noch so ein Spruch, Stillstand ist der Beginn von Rückschritt. Ja. Und bei vielen Unternehmern und Selbstständigen beobachte ich, dass sie verharren in dem, was sie tun. Ja, das Geschäft, die Unternehmung, das Business, der Laden, der läuft, aber der läuft immer gleich, immer gleich, immer gleich, immer gleich. Und das ist wie ein Stillstand. Ja, ja. So, nur die Welt bewegt sich ja weiter. Das heißt, wenn du vermeintlich stillstehst, gehst du eigentlich zurück, weil die Welt bewegt sich weiter. Genau, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wunderbar. Ja. Genau, und jetzt noch so ein bisschen aus meiner spirituellen Sicht, Naturgesetze, denen wir alle unterlegen sind, das klingt jetzt so ein bisschen bewertend, beurteilend, aber mir fällt kein anderer Spruch ein. Es geschieht alles nach Gesetz von Saat und Ernte. Mhm. Und was wollte ich jetzt damit sagen? Naturgesetze, Saat und Ernte. Ach so, alles ist Wachstum, das, was du gerade gesagt hast. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Yeah. Und wir sind ja alle hierher gekommen, um zu wachsen. Wir sind wissbegierig. Wir wollten die Welt entdecken. Wir wollten Neues erfahren, bis das dann alles so ein bisschen über uns gestülpt wurde und man uns erzählt hat, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und was wäre, wenn du jetzt heute deine alten Leisten auch mal ablegst, um es mal daran anzuknüpfen und dir mal erlaubst, wirklich neu zu denken, anders zu denken und dich diesen vielen Möglichkeiten zu öffnen, die auch für dich im universellen Feld definitiv schon da sind, deine kühnsten Träume mal auszupacken
deine Visionen, also wirklich in meinem Sprachjargon jetzt nochmal herauszufinden, was ist der wahre Sinn deines Daseins hier, deinen Seelenplan zu entdecken, deine Mission hier zu erkennen, deine Visionen wieder auszugraben, den Seelenberuf daraus zu kreieren und Seelenfreude Geld auch zu empfangen. Und du hörst jetzt von mir zum allerersten Mal, dass es hier irgendwo einen Link gibt, auf den du klicken kannst. Und da gibt es weitere Informationen auf einer Seite. Schau dir das mal in Ruhe an und folg deinem Herzen und nimm dann gerne Kontakt zu uns auf. In diesem Sinne, sonnige Grüße aus Dubai und bis ganz bald. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao.